Hallo und herzlich willkommen zum Rekordquartal. Es geht wieder los, Q4, wir haben es Anfang Oktober und für uns Kindle Publisher beginnt erfahrungsgemäß die beste Zeit des Jahres. Dieses Jahr ist alles ein bisschen anders gewesen durch Corona, aber gerade deswegen sagen sehr viele Experten voraus, dass es ein Jahrhundertquartal geben wird. Ja, die Leute kaufen mehr online ein, haben zum Teil ihre Liebsten, ihre Familie sehr lange nicht gesehen und dieses Jahr wird reich beschenkt. Davon können wir natürlich enorm profitieren und deswegen habe ich mir gedacht, haue ich einfach mal ein Video raus mit den besten Tipps und Tricks für die Vorbereitung, für die Vermarktung und so weiter, sodass du auch für dich das Maximale da rausholen kannst. Ich beobachte immer wieder, ganz, ganz viele Self-Publisher da draußen machen einfach gar nichts. Sie lassen ihre Buchprojekte wie gewohnt weiterlaufen, haben vielleicht einen kleinen Umsatzanstieg von 20-30%, sind damit zufrieden, dabei ist noch so viel mehr Potenzial im Markt. Ich blende dir hier mal eines meiner Buchprojekte ein, was seit Jahren immer wieder im Dezember vollkommen durch die Decke geht. Ja? Und es ist kein Plätzchenbackbuch, sondern es ist einfach nur ein Buch, was sich gut verschenken lässt und was ich Jahr für Jahr extra für diese Phase optimiere. Ihr seht das im Screenshot, es verkauft sich pro Monat so um die 100 Mal, mal ein bisschen weniger, mal ein bisschen mehr und zur Weihnachtszeit geht das voll durch die Decke, 500 verkaufte Einheiten und ich bin mir zu 100% sicher und ich gehe jede Wette ein, jeder von euch hat ein Buchprojekt im Portfolio, was genau so ein Potenzial hat. Und genau deswegen würde ich dir den Tipp geben, dir alle Tipps wirklich anzuschauen. Und die Leute, die jetzt sagen, Tom, ich habe aber noch gar kein Buch veröffentlicht, auch für euch habe ich was. Am Ende des Videos möchte ich dir nämlich eine Nische zeigen, die Jahr für Jahr immer wieder komplett durch die Decke geht und die du jetzt sogar Anfang Oktober noch rechtzeitig umsetzen kannst. Also, viel Spaß bei diesem Video. Tipp Nummer 1. Vorbereitung ist alles. Und es erscheint logisch, aber die wenigsten Leute machen es. Deswegen schau dir dein Cover an. Ist das noch zeitgemäß? Wenn nicht, überarbeite es jetzt. Optimier deine Titel. Schau dir die Beschreibungstexte an. Ist das auch eine gute Copy, die du dort geschrieben hast? Kannst du vielleicht gewisse Elemente mit reinpacken, die jetzt genau in Q4 eben die Konversion erhöhen? Bei bebilderten Beschreibungstexten, A+ Detailseiten, kannst du vielleicht diese Bilder anpassen? Ab Dezember in einem weihnachtlichen Stil zum Beispiel. Hast du vernünftige Kategorien hinterlegt? Ja, gerade zu Weihnachten stöbern sehr, sehr viele Leute in den Kategorien, weil sie sich unsicher sind, was sie verschenken sollen. Ja, schau dir deine Backend-Keywords an. Du hast die Möglichkeit, 7 Keywords in deinem Amazon-Dashboard zu hinterlegen. Hast du die alle ausgenutzt? Sind das gute Keywords oder sind das einfach so Keywords wie zum Beispiel Kochbuch, schnell, Erwachsene? Das sind Scheiß-Keywords. Nutze Longtail-Keywords. Auch dazu habe ich schon Content auf diesem Kanal. Punkt Nummer 2. Bereite dich auf die wesentlichen Termine vor. Was meine ich damit? Q4 ist nicht eine Gerade, in der es permanent nur gute Sales gibt. Auch da geht es rauf und runter. Es gibt jetzt zum Beispiel kommende Woche den Prime Day. Es gibt den Cyber Monday, es gibt den Black Friday, es gibt Nikolaus, es gibt die Weihnachtstage, es gibt Neujahr. All das sind Tage, an denen sehr, sehr viele Leute noch Erledigungen machen wollen, Dinge bestellen, Bücher verschenken wollen. Und darauf musst du dich natürlich einrichten, um genau an diesen Tagen auch das Maximum mitzunehmen. Wie du das Ganze machst, erfährst du jetzt in meinen Advertising-Tipps. Advertising beschreibt das Schalten von Werbeanzeigen und gerade hier haben wir enorm viel Potenzial, mehr rauszuholen aus dem Buch. Ja? Denn organisch wird es sich von alleine mehr verkaufen. Klar, wir können ein bisschen was optimieren am Listing, aber da haben wir nicht so viel Spielraum. Bei den Werbeanzeigen haben wir enorm viele Stellschrauben, um jetzt mehr Umsatz auf unser Listing zu bekommen. Punkt Nummer 1 im Bereich Amazon Advertising, ich habe es schon gesagt, passt eure Tagesbudgets an. Gerade an den Peaks, gerade zum Cyber Monday, Black Friday, Prime Day und so weiter, ist es sinnvoll, die Tagesbudgets, wenn du das Budget hast, nach oben zu schrauben, um nicht um 13 Uhr am Tag schon ausverkauft zu sein, weil eben bis dahin schon deine 5 Euro Budget aufgebraucht wurden. Ja. Nächster Punkt ist, hab Kaufmüdigkeit mit auf dem Schirm. Was meine ich damit? Stell dir mal vor, wir haben an einem Mittwoch an einem Montag einen Cyber Monday, dann wird es erfahrungsgemäß so sein, dass alle am Cyber Monday kaufen und am Dienstag sehr, sehr schlechte Konversionsraten erzielt wurden, weil alle schon ihre Erledigung am Montag erzielt haben. Das heißt, in solchen Phasen, in solchen Schwächephasen, würde ich dir den Tipp geben, deine Budgets und deine Gebote wieder nach unten zu schrauben. Ja? Dann such und überarbeite deine Keywords. Es gibt
sogenannte saisonale Keywords, die genau in dieser Phase extrem gut performen. Ich nehme dich jetzt mal mit hier an meinen Laptop und zeige dir mal, wie du diese Keywords identifizierst, mit welchem Tool und was das für Unterschiede sein können. So, jetzt zeige ich dir die Strategie, wie ich für meine jeweilige Nische und meine Zielgruppe passende saisonale Keywords finde. Ich persönlich nutze da das kostenlose Tool Helium 10 Magnet. Ja, könnt ihr euch einfach bei Helium 10 registrieren. Wenn ihr das sehr oft nutzt, braucht ihr einen bezahlten Plan. Auch dafür findet ihr Gutscheincodes im Beschreibungstext. Und was ihr jetzt machen könnt, ist, dass ihr hier auf Amazon.de stellt und einfach mal das Keyword Geschenk eingibt. Ja, einfach nur blank Geschenk und erstmal auf Get Keywords klickt. Und jetzt sucht ihr euch Keywords raus, die eben dieses Keyword enthalten. Und das werden sehr, sehr viele sein. Das heißt, wir können im zweiten Schritt das Ganze jetzt nochmal eingrenzen. Das rödelt jetzt und können das mit weiteren Begriffen eingrenzen. Und da würde ich euch bitten, einfach mal Advanced Filters aufzuschlagen und Show Phrases That Contain. Und hier gebt ihr entweder den Namen eurer Nische ein oder die Art eures Buches oder eure Zielgruppe. Ja, also ihr könnt zum Beispiel Kochbuch hier eingeben, wenn ihr ein Kochbuch habt, oder eure Zielgruppe, Frauen, Männer, Kinder, Teenager, Mädchen, Rentner, Veganer, was auch immer. Ich nehme jetzt hier einfach mal Teenager, ja, und jetzt filtere ich aus diesen 12.000 Keywords, die er mir jetzt zu Geschenk angezeigt hat, einfach die raus, die für mein Buch, für meine Zielgruppe relevant sind. Ja, ihr könnt auch noch weitere Sachen filtern, aber es ist ja jetzt nur mal ein Beispiel hier. Und da spuckt er uns jetzt, warten wir mal ganz kurz ab, aus 12.000 Keywords müssten deutlich weniger jetzt sein, 82 aus. Ja, das heißt, es gibt jetzt 82 Geschenk-Keywords, die auch Teenager enthalten. Und da möchte ich euch jetzt mal zeigen, warum das so viel Sinn macht. Und zwar gibt es hier eine Funktion in Helium 10, die nennt sich Suchvolumen. So, und jetzt seht ihr hier das Suchvolumen im jeweiligen Zeitverlauf, Normalniveau so um die 100, seht ihr hier. Und das explodiert förmlich in Q4 bis zum Peak kurz vor Weihnachten auf 1250 Suchanfragen. Und das sind genau die saisonalen Keywords, die ihr dann nutzen müsst. Während des Jahres kann das natürlich durchaus auch Sinn machen, aber da gibt es sehr, sehr viele Keywords, die da einfach extrem wenig Suchvolumen haben. Aber jetzt sind das so Keywords, die ihr jetzt in euer Amazon Advertising Dashboard aufnehmen wollt. Ihr könnt auch extra dafür eigenständige Kampagnen erstellen, die ihr jetzt für die jeweiligen Peaks einfach nutzen könnt. Ja? Und davon gibt es sehr, sehr viele Keywords, die du speziell für deine Nische und deine Zielgruppe heraussuchen kannst. Allgemeiner Tipp, in Q4 hat man erfahrungsgemäß sehr, sehr niedrige ARKOS-Werte. Das heißt, ihr werdet sehr profitabel sein, denn die meisten Leute, die auf der Plattform sind, werden auch was kaufen. Ja? Im Juli, August und so weiter stöbern viele Leute einfach mal und kaufen gar nicht direkt. Im Oktober, November, Dezember sind die Leute da. Sie müssen jetzt Geschenke besorgen. Sie müssen jetzt was kaufen. Sie müssen am Cyber Monday zuschlagen und packen sich vielleicht noch ein Buch mit in den Warenkorb. Das heißt, die Konversionsraten sind deutlich höher als zum Rest des Jahres. Und das ist für uns eine Chance. Das heißt, wenn du bis jetzt Targetierungen hattest, zum Beispiel Keywords, Kategorien, Produktausrichtungen, die vielleicht leicht unprofitabel waren, ARKOS von 40%, 50%, 60%, dann kann es durchaus sein, dass diese Targetierung jetzt einen ARKOS im Dezember von 20% haben werden. Ja? Das heißt, stell dich darauf ein, dass du vielleicht sogar Targetierungen, die nicht so gut gelaufen sind im Rest des Jahres, jetzt nochmal pusht, denn sie werden erfahrungsgemäß deutlich besser laufen. Der nächste Punkt, nutze Schwächen deiner Konkurrenz. Was meine ich damit? Im Wesentlichen zwei Punkte. Es gibt manche Bücher auf Amazon, die eben nicht über das Print-on-Demand gefertigt werden. Das heißt, wir haben ja den Vorteil, bei uns kommt eine Bestellung rein und dann wird es erst gedruckt. Das heißt, wir haben kein Lager, was irgendwann leer werden kann. Wir können nie out of stock gehen. Das ist bei Verlagen anders. Und ich sehe es immer wieder in Q4, dass Verlage sich eben auch nicht darauf vorbereiten und mitten in der heißen Phase am 15., 16., 17., 18. Dezember auf einmal out of stock gehen. Shit, unser Lager ist leer. Und dementsprechend gehen die Leute dann aufs Listing, sehen, oh, ich kann das Buch gar nicht kaufen, spring ab. Versuche genau auf diese Bücher Ads zu schalten. Du hast auf Amazon die Möglichkeit, nicht nur auf Keywords Ads zu schalten, sondern auch auf ganz bestimmte ASINs. Das heißt, du kannst die ASIN dieser Produkte, die out of stock sind, hinterlegen und eben genau auf diese Leute schalten. Denn bei diesen Leuten ist natürlich die Chance sehr, sehr groß, dass die Leute dann auf deine Werbeanzeige klicken, weil sie eben auf diesem
Produkt nicht fündig geworden sind. Das Gleiche gilt natürlich für Produkte, die schlecht bewertet sind. Auch da kannst du gezielt Werbung draufschalten. Kleiner Hack von mir, nutze dafür die Helium 10 Blackbox. Mit der Helium 10 Blackbox kannst du gezielt nach Produkten suchen, die zum Beispiel nur 3 Sterne haben, aber sich immer noch gut verkaufen. Also kannst du dann gezielt auf diese schwächelnden Produkte Werbeanzeigen schalten. Und ich kann dir sagen, die Klick- und Konversionsraten sind auf diesen Targetierungen erfahrungsgemäß sehr, sehr hoch. Und das kannst du natürlich gerade in dieser umsatzstarken Phase sehr, sehr schön ausnutzen. Dann nächster Punkt, der in den letzten Tagen erst aktuell geworden ist. Es gibt mittlerweile Videoanzeigen. Amazon hat eine neue Anzeigenart eingeführt. Das heißt, es gibt nicht nur irgendwelche Bilder und Texte, die ausgespielt werden, sondern ihr könnt Videos eurer Bücher aufnehmen und die als Werbeanzeige ausspielen lassen. Ich sage dazu, das können sehr, sehr viele Leute von euch nicht, aber die Leute, die einen alten Advertising-Account haben, können mal bei sich reinschauen und können das Ganze mal austesten. Auch das ist natürlich eine Riesenchance. Wir können Geschenke-Videos aufnehmen, wir können Weihnachtsvideos mit unserem Kochbuch aufnehmen, mit unserem, was auch immer wir für ein Buch haben. Ja? Also auch diese Ads sind gerade jetzt, da sie so neu sind, eine Riesenchance, weil sehr, sehr viele Leute das noch nicht nutzen und auch hier können wir das Ganze natürlich auf Q4 ausrichten. Dann erlebe ich immer wieder Leute, die Bücher teilweise nahezu fertig auf ihrem PC haben und diese nicht veröffentlichen. Es ist jetzt der beste Zeitpunkt, um nochmal Gas zu geben, Schlussoffensive, haut die Bücher raus und nehmt einfach diese Phase mit. Ja? Das ist Geld, was ihr natürlich auch in Q1 2021 wieder geil reinvestieren könnt. Ihr habt, wenn ihr ein erfolgreiches Q4 habt, natürlich auch einen Wettbewerbsvorteil im Januar. Denn der Algorithmus wird in Q4 lernen, okay, dieses Buch ist relevant, das macht viel Umsatz, das war extrem erfolgreich und diesen Schwung könnt ihr dann auch in das erste Quartal 2021 mitnehmen, was für mich persönlich auch immer ein super Quartal ist, erfahrungsgemäß. Winterzeit, die Leute sitzen zu Hause, haben nichts anderes zu tun als zu lesen, so nach dem Motto. Ja. So, nun schlussendlich möchte ich dich auch nochmal an meinen Laptop mitnehmen und dir nochmal zeigen, welche Nische ich am Anfang dieses Videos genau meine, wie du diese Nische ausnutzen kannst, finden kannst und natürlich bis Weihnachten auch noch umsetzen kannst. Bei der Suche dieser Nische nutze ich auch wieder Helium 10. Ja, die Blackbox ist quasi das Produktsuchetool von Helium 10, kann man auch teilweise wieder kostenlos nutzen. Und hier gehe ich so vor, dass ich mir Themen raussuche, die jetzt in Q4 sehr gut funktionieren, die aber natürlich auch im Rest des Jahres ganz gute Umsätze bringen. Denn was bringt es uns, wenn wir jetzt einmal einen Monat ganz gut verkaufen, wie zum Beispiel mit einem Plätzchenbuch und den Rest des Jahres dümpelt das Buch dann rum? Sowas nervt mich, ja. Ich möchte quasi das ganze Jahr gut verkaufen und dann nochmal überproportional in Q4. Und genau nach diesem Profil suchen wir quasi. Und ich überlege mir da immer, okay, welche Bücher lassen sich am meisten verschenken und welche werden an Weihnachten auch am meisten verschenkt. Und da kann ich dir den Tipp geben, dass es explizit Kinderbücher sind. Ja, Weihnachten ist das Fest der Kinder eigentlich. Kinder bekommen extrem viele Geschenke. Klar, auch Erwachsene schenken sich da was. Man kann jetzt auch zum Beispiel suchen nach Geschenken für die Oma, Geschenken für Paare, Geschenken für Väter, was auch immer. Alles cool. Aber gerade bei Kindern habe ich das Gefühl, dass es sehr, sehr gut funktioniert. Das heißt, hier können wir jetzt die Bücherkategorie einstellen, können vielleicht auch als Bedingungen hiermit aufführen, dass das maximal einen Sales Rank von 50.000 hat. Dass wir jetzt auch Bücher aufführen, die sich auch jetzt gerade verkaufen, an dem Zeitpunkt, an dem wir halt noch nicht im Peak sind. Und dann geben wir einfach mal ein, sowas wie Jungen oder Mädchen oder Kinder oder was auch immer. Ich habe jetzt als Beispiel einfach mal Mädchen rausgesucht, klicken hier auf Search und Helium 10 sucht uns jetzt passende Bücher raus zu diesem Thema. Und da sehen wir schon Mädchenmalbücher, Geschichten, was haben wir noch, Ideenbücher, wieder Malbücher und so weiter. Und hier bekommen wir echt schon mal ein ganz gutes Gefühl dafür, was man in diesem Bereich veröffentlichen kann. Ja, auch Liebeserklärungen an kleine und große Mädchen und so weiter. Und ich habe jetzt hier einfach mal ein Beispiel rausgesucht. Ja, dein Mädchenbuch über 230 Ideen für mehr Glitzer im Leben, Testtipps und Achtsamkeitsübungen. Bla bla bla. Coole Sprüche. Und wenn wir uns das jetzt mal angucken in der Entwicklung, dann sehen wir, das verkauft sich schon ganzjährig sehr, sehr gut. Ja, das muss man natürlich dazu sagen, Sales Rank 500, aber eben genau in dieser Weihnachtsphase hier und Q4 geht es rapide bergab mit dem Sales Rank und im absoluten Peak vor Weihnachten seht ihr dann Sales Rank von 49.
Ja, also da sieht man mal, wie viel Potenzial in solchen Büchern liegt. Und das ist jetzt nicht nur bei Büchern für Mädchen so, sondern da gibt es ganz, ganz viele weitere Beispiele, wie ihr sowas ausnutzen könnt. Und das sind halt auch häufig Bücher, die man sehr einfach erstellen lassen kann. Also auch gerade so Malbücher für Mädchen, Ideen, Sprüche, Witze, Rätsel, halt alles so Dinge, wie man Kinder beschäftigen kann oder vielleicht auch interessante Geschichten und so weiter. Also schaut euch das Ganze mal an. Blackbox ist, wie gesagt, da ein super Tool, um da wirklich massiv Inspiration zu bekommen. So, das war's mit meinem Rekordquartal-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich würde mich sehr über einen Daumen nach oben und über ein Abo freuen. Ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Mach's gut, dein Tom.